Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft mit dem Knolle. Hallo. Und wir haben wieder Steine und dann können wir da basteln, oder? Ja, Steine haben wir. Ich hab auf jeden Fall eine ganze Menge. Hier, ich gebe sie dir mal. Okay. Nimmt sie dir automatisch auf? Ich glaube nicht, ne? Dann muss ich erst aus meinem Menü raus. Ach, die sind schon fertig. Okay, super. Ach, die hast du von Damakasch mitgebracht. Wir haben Inventar. Mein Inventar ist voll, ich wollte es gerade sagen. Zu viele Steine. Zu viele Steine. Ich bin bekloppt. Dass es das noch gibt. Okay, dann werden wir gerade hier was machen. Und zwar schmeiße ich das mal gerade weg, weil er hat schon wieder was aufgenommen, sehe ich gerade. Und jetzt muss ich hier mal gerade das Gerät wechseln, damit ich auch hier weiterkomme. Und dann mache ich das mal hier so. Achso, und an die Leute, die bei mir zuschauen, so, ihr habt nichts verpasst. Bin nur, wie ich es letzte Folge wahrscheinlich schon gesagt habe, von der U-Bahn-Station hierher gelaufen. Jetzt in die Kathedrale gelaufen. Gut. Und wir basteln jetzt weiter an. Ja, er muss noch mal nach hinten gehen, da liegen noch. Noch ein paar mehr? Steine. Nein, die schaffe ich aber nicht. Ach Gott, Herr Jemine. Okay, ich glaube, die Kathedrale wird schon fast fertig, oder? Ich kann nicht mehr aufnehmen. Ich baue erstmal was weg. Ich sag mal hallo. Wir müssen nur aufpassen, dass sie nicht verschwinden, oder wie ist das? Da tue ich sie jetzt in eine Kiste. Ja, da passt jetzt, glaube ich, nicht dann, ne? Okay. Die Kiste ist auch voll. Oh, wir brauchen noch eine neue Kiste. Ich glaube, so muss das sein. Und dann müssen wir weiterbauen. Egal, dann bald ist im Inventar. Ich denke mal, du hast, sagen wir mal, genug Steine. Ich habe erstmal genug Steine, genau. Gut, dann baue ich jetzt den Weg zu Ende. Ich glaube, da schaffe ich diese Folge sogar, ausnahmsweise. Oh, das wird schwierig hier. Ach, jetzt habe ich das verpasst, da einen anzubauen. Das muss ich erst machen, ne? In der Stadt war das ja so, dass ohne Shader besser lief. Ich glaube, dann müssten wir da einen Hilfstein hinbauen. Hast du gar nicht Hallo gesagt? Habe ich nicht Hallo gesagt? Nein. Was passiert? Der Markus ist gekommen. Ach so. Oh, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. T, ne? Ja, oder Enter, wie du es hingelegt hast. Habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Ich bin so. Jetzt habe ich geschrieben, ja. Der Markus ist da. Ich habe sie gerade gesehen. Echt? Ist sie hierher gekommen? Na, ja, ich hab da unten einen Namen ganz schnell langlaufen. Ich denke mal, sie ist mit der U-Bahn hier. Okay. Keine Ahnung, was sie tut. Da fährt nämlich so ein Namensschild. Die unheimliche Damakasch fährt da durch die Gegend. Ja, aber hier hält sie nicht an, glaube ich. Okay, dann hat sie ein anderes Ziel. Hm. So, jetzt. Jetzt bin ich schon wieder voll verwirrt. Was wollte ich machen? Guck mal ins Mentor. Ich wollte Schaufel machen. Ich glaube, ich bin so richtig am Basteln, aber wissen tue ich das gar nicht so ganz. Eine Schaufel braucht man Holz. Und Holz habe ich nicht. Also zumindest Stöcker. Puh. Kann ich jetzt erstmal hier den Weg ein bisschen aufpimpen? Ich glaube, das ist so richtig. Die Villager. Wie ein Villager. Hier muss man ganz schön überlegen. So. So passt's. Gut, und ich glaube, hier müssen wir dann schon nach da wieder bauen. Vielleicht kann ich mir hier irgendwo. Keiner hat's gesehen. Echt? Was hast du für einen Blödsinn gemacht? Da stand eine Kiste mit ganz vielen Schaufeln. Da habe ich meine rausgenommen. Kann ja nochmal zwei reintun. Ich kann auch Eisen reintun. So. Ich glaube, das klappt jetzt so, was ich vorhabe hier. So. Ja,
Kommt dann wirklich da ein Stein hin? Irgendwie sieht das nicht so aus. Irgendwas ist hier faul. Einfach einsteigen. Das passt nicht. Irgendwas haben wir falsch gebaut. Einfach einsteigen, aber da sind doch schon Tiere drin. Aha. Und das Schaf, das ist ganz schön... Hier das fehlt es an der Symmetrie. Ich glaube, es geht los. Es ist bei der Fahrt. Das ist doch lebensgefährlich. Hier fehlt es an der Symmetrie. So, jetzt will ich ein Schild haben, damit ich dahin schreiben kann, dass... Ich habe kein Holz. Dass, falls nötig, der Weg auch umgelegt werden kann. Okay. Ist das symmetrisch? Ja, aber da nicht. Da ist es richtig, oder? Nee, da ist auch was faul schon. Wieso kann da was faul sein? Wenn es faul ist, dann ist es meistens faul. Das ist so eine Sache. Aber das sieht doch auch gleich aus. Dann muss da noch ein Stein hin. Aber da passt doch was nicht, oder? 1, 2, 3, 4. Der ist der fünfte. 1, 2, 3, 4. Der ist der fünfte. 1, 2, 3. Das heißt, da muss schon einer hin. Okay, dann muss ich jetzt nur gucken, dass ich das hin oben finde. Lalalala. Ach, für ein Autoscooter ist ja noch so ein... Wie nennt dann man das? Dann müsste der da hin, der Stein. Fürs Fahrgeschäft. Aber dann wäre es ja wieder richtig. Der Typ, der Geld kassiert. Der dicke Kontrolleur, oder was? Für 5 Sekunden Spaß 10 Euro nimmt. So. Okay. Hier stehe ich drauf. 1, 2, 3, 4. Dann kommt der und geht schon wieder vor. 1, 2, 3, 4. Dann kommt ja, ich der. Ich habe das Gefühl. 5. 1, 2, 3, 4. Ich habe das Gefühl, ich kann hier im Moment nichts machen. Weil ich keinen Kies mehr habe. Das heißt, hier ist was faul. Aber der Weg ist auch schon bald zu Ende. Aber... Ich hole jetzt noch mehr Kies. Ich komme jetzt hier zurück. Ich fackeln? Ich habe noch Fackeln, dann kann ich noch Fackeln setzen. Dann müsste das ja so sein, eigentlich. Wo mache ich da hin? Sieht jetzt irgendwie komisch hier gerade aus. Auch meine Sachen sehen auch manchmal komisch aus, wenn ich was mache. Das müsste so richtig sein. Oder bin ich jetzt total verkehrt? So, und ab da fängt die Stadt an. Das würde könnte man dann nachher noch eine schöne Laterne hinmachen, aber... ja, ich denke mal... Ohne Rohstoffe wird das nicht sowas. So, wir entfernen uns der Stadt. Dann müsste das ja so sein, ne? Und der müsste... Ah, nicht da sein. Ja, es ist gerade etwas verzwickt mit dem Bau. Brauchst du Hilfe? Nee, nicht wirklich. Oh. Ja, ich habe aber sonst nichts anderes zu tun. Okay, kannst ja mal gucken, ob wir hier eine Symmetrie reinkriegen. Also oben das Loch ist mal passend, ne? Ja. Und dann ist hier irgendwo noch was verkehrt, oder? Ne, die Abstufungen sind, glaube ich, auch richtig, ne? Ja. Doch, das passt alles. Das sieht alles richtig aus, ne? Das heißt, ich muss nur oben was wegbuddeln, wenn... Und ich glaube, hier muss auch ein Stein hin, ne?
Bist du noch unten und guckst das? Und ja, da muss jetzt auch noch einer hin. Oh, super. Jetzt bin ich runtergefallen. Die Baugerüste sind auch nicht mehr das, was es mal war. So, jetzt muss da, glaub, einer hin und ich muss da einen hinsetzen, richtig? Sieht immer noch gut aus? Sieht immer noch gut aus. Und jetzt komme ich da irgendwie nicht mehr dran. Oder schaffe ich das von hier, dass ich da hinten einen hinsetze? Ich gehe mal von aus, dass ich da keinen hin... Doch, kann ich. Da muss jetzt noch einer neben, ne? Da, ja. Oder? Ja. Passt? Ist das jetzt zu? Weiß nicht. Lass mal um eine Fackel hin. Okay. Mal das soll ich besser erkennen. Alles klar. Ich glaube, das ist symmetrisch, oder? Im Vergleich viel, ne? Symmetrisch sieht so aus. Ja, ich glaube, es passt. Ja, andere Seite auch. Ich dachte schon, ich falle gerade. Obwohl, wenn du hier so stehst, sieht so aus, als ob es keine... Aber wenn du direkt drunter steht, ist es eine Symmetrie. Bin dann geht's. Gut. Komme ich da jetzt hoch? Nicht mehr, ne? So wird das hier zugebaut. Na, kann man natürlich auch spielen. Was kann man machen? So, gucken, ob ich da noch hoch schaffe. Irgendwie. Ja, geht. Kann sein, dass du dein Blickfeld ein bisschen verändert hast, dass es unsymmetrisch aussieht. Okay. Ja. Da muss einer hin. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Wo bist denn du jetzt hin? Ich stehe oben drauf und baue gerade zu. So. In der Hoffnung, dass es passt. warte mal, da muss noch einer hin. Und dann kann ich da einen hinsetzen, weil hier muss einer hin. Und da musst du davor einsetzen. So, ne? Genau. Da muss einer hin. Und da muss einer hin. So, jetzt muss ich erstmal hier irgendwo Eier da wieder abbauen. Weil ich keine hab. Ich hab hier noch welche. Ja, ich mach's gerade hier oben weg, wieder weg. Das muss sowieso weg nachher. Ich mach hier unten so, hier auch weg. Hier muss noch einer neben wieder hin, ne? Warte, ich komm erstmal hoch. Da, ich oder? Ich komm jetzt hoch. Okay, vorsichtig. Mach nichts kaputt, ne? Ich komm jetzt hoch, ob du willst oder nicht. Okay, ich glaube, wenn ich hier noch eine Erde hinsetze, kann ich beides zubauen. Passt. Wow, das ist einmal, dass ich nicht daran gezweifelt habe, dass ich was falsch baue. Okay, ich glaube, das sieht gut aus. Ja, ist noch ein bisschen Erde. Danke. So. Da muss einer hin. Von unten sieht das alles so schön aus und hier oben. An jeder zweiten Ecke ist so ein Dreck. Ja, und hier muss irgendwo auf der einen Seite muss auch noch was richtig weggebaut werden vom Dreck, weil das passt nämlich nicht. Die Steine, da sind schon ein paar Steine zu viel, glaube ich. So, da habe ich jetzt den falschen gesetzt, sehe ich gerade. Das muss nämlich nicht Erde sein. Baue mal gleich den ganzen Dreck ab, ne? Oder ist das schlimm? Manche Stellen musst du vielleicht noch nicht unbedingt abbauen, weil kann sein, dass das nicht immer passt, dass man da noch was machen muss. Und wenn so, ich noch aushalte, noch einen. Ist ja nicht mein Problem. Ja. So, und das bleibt hier oben so offen. Da kommen Glassteine rein, ne? Als Lichtkreuz, in Anführungsstrichen. Mhm. So, aber hier muss irgendwo noch was weggemacht werden. Und zwar diese Steine hier. Die müssen weg. Die brauchen da nicht sein. Das ist falsch. Das springe ich nicht runter. Das wäre der Tod. Wenn man keine Steine hätte, wäre es der Tod. So, okay. Das müsste jetzt passend sein. Das sind so Trichter oben dann, ne? Ja, das Wasser reinläuft. Das ist gar keine Kathedrale, sondern ein Wasserauffanggebäude, ne? Yep. So, das passt. Hier ein runter, da ein runter. Das würde bedeuten, dieser Stein braucht da auch nicht sein, in Anführungsstrichen. Der auch nicht. Eine Schaufel, das geht besser. Ja, hast recht. Ich habe ja sogar eine, ne? So. Hier ist, glaube ich, auch einer zu viel. Kann das sein?
Der müsste auch zu viel sein. Und der auch. Dann hier aber auch. Wo bist du? Hier. Ja, da ist auch noch einer zu viel, ne? Der kann auch weg, genau. Aber der passt. Die passen, der Rest passt. Das ist jetzt alles passend. Also in dem Sinne sind alles nur Treppen. Ja. Von oben nach unten. Ja, dann passt, glaube ich. Und hier oben brauchen wir dann noch 5-mal Glas da rein, damit es nicht reinrechnet. Kann ich mich aber sogar mal drum kümmern. Ja. Ich glaube, hier ist auch noch einer, der muss auch weg. Oder kann auch weg. Der muss nicht weg, der kann weg. So, jetzt passt das alles. So, ich gucke jetzt mal, ne? Hier kann man ja schon runter. Ob wir hier Glas stellt sich mir gerade die Frage. Dann müsste hier eigentlich auch einer noch verkehrt sein, oder? Gut. Ach nee, ich schreibe mir das gleich auf nach der Aufnahme, was ich alles mitbringen muss. Und dann können wir das alles in einem Rutsch machen. Okay. Ich glaube, da muss ich mir eine Erde als Hilfstein nehmen und darunter kommt dann einer. Oder? Ich weiß es auch nicht so richtig. Das ist hier der tiefste Punkt, das heißt, da ist die Säule. Das heißt, hier muss einer tiefer, da einer tiefer, der muss weg. Das heißt, der ist hier auch über, in Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen? Genau. Gucken, was da hinkommt. Da muss dann ein Stein hin. Da muss hier aber auch einer rein, oder? Wo rein? Vor mir jetzt? Ja. Eigentlich, wo ich drauf... Ja, wir müssen nachher gucken, wie wir das außen machen, mit dem Dach und sowas. Weil die sieht nachher verkorkst von außen aus. Da müssen wir dann noch begradigen, was wahrscheinlich. Von außen aber noch. Weil von innen sieht's dann aus wie eine Kuppel, aber von außen sieht's komisch aus, deswegen... So, ich glaube, da geht man tot, wenn man da runter geht. So, was macht unsere Kuppel? Die Kuppel sieht gut aus. So soll sie sein. Jetzt weiß ich nur nicht, ob wir da oben eine Fackel lassen. Über dem Fenster. Wer tauscht denn immer die Fackel aus? Ich nehme mal gerade die eine Fackel runter. Kommst du dran an, ne? Doch, klar, habe ich. Ich habe genug Erde. Gut, dann mach die da mal weg. Sonst ist es dunkel. Die Fackel kannst du hier... Wieder hell. Können wir mal gucken, wie es so hell aussieht. Lass uns pennen gehen, genau. Ja, und dann sind wir auch schon wieder so weit, dass wir sagen können, okay, wir haben eine Kuppel geschafft. Und die Folge ist schon voll, ne? Ja, so einigermaßen. Muss ich auch reinlegen, ne? Ja, versuche ich gerade, aber irgendwie wollte er nicht. Ich war an der falschen Stelle wohl. Scheiße, auf das andere Bett geklickt, wo ich drunter liege. Dann geht das natürlich nicht. Okay. Und die Nacht geht irgendwie heute nicht rum, oder wie sehe ich das? Hast du was falsch gemacht, oder was? Nee. So. Da mache ich das auch da. Ach ja, deswegen. Alle müssen schlafen, genau. Sie hört uns nicht. Ist sie überhaupt noch auf dem Server? Ja, ist sie noch. Ich kann nicht schreiben. Das hasse ich ja manchmal, dass es nicht so richtig geht. Ja, der Tag dauert und dauert, beziehungsweise die Nacht. Ist ein sehr realistisches Spiel, es dauert. Ja, wunderbar. Jetzt mach ich's richtig. So, sind wir wieder da, aber naja, wir werden dann jetzt mal hier die Folge beenden, denke ich. Sieht sehr spektakulär aus. Ist schon Wahnsinns. Ja, von hier kann man das auch nicht so richtig gut sehen. Von hier sieht's schon wahrscheinlich imposant aus, aber ein so ein Gewölbe macht's noch nicht aus. Das macht's erst aus, wenn's mehrere sind, denke ich. Aber wenn man von manchen Stellen guckt, dann sieht das ein bisschen doof aus, weil die ganzen Steine sich so bewegen, ne? Das macht dann aber nachher was her, wenn du das richtig fertig hast, dann sieht das richtig cool aus. Gut, okay, dann würde ich sagen, verlassen wir das Ganze hier.
Ja. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.